Okay, Conny, hier wir sind mit einer deiner Mitarbeiterin. Oder? Ja, also das ist eher eine Freundin, das ist Anna aus Kambodscha. Also Anna ist eigentlich aus Hamburg. Hallo. Und lebt schon ganz viele Jahre in Hamburg, ist ja jetzt aber wieder in ihrer Heimat gewesen. Mhm. Weil Anna liegt das sehr am Herzen, die Tradition in ihrem wunderbaren Heimatland in Kambodscha zu unterstützen. Das ist in diesem Fall das Weben. Ja. Also früher war jeder Haushalt in der Lage zu weben, weil das auch für Festtagskleidung gebraucht wurde. Mhm. Und leider stirbt das alles, auch dort in Kambodscha, wie überall in Asien, weil nur noch auf billig gemacht wird. Ja. Und Anna war jetzt drüben in Kambodscha, wie gesagt, und hat dort in einem Dorf Nähe, von ihrem Heimatdorf in der Nähe, hat sie eine wunderbare alte Dame, die eben noch diese Arbeit beherrscht, dieses Handwebens auf diesen besonderen Webstühlen, die in den Pfahlbauten immer unterhalb des Wohnbereichs in so einer Etage stationiert sind. Wir werden auch davon Bilder ins Netz stellen, weil Anna hat uns schöne Bilder mitgebracht. Oh, wie schön. Mhm. Diese wunderbaren Tücher sind aus reiner Seide gewebt. Auch das ist mittlerweile schwierig, sowas zu bekommen, auch für den kambodschanischen Weber, weil früher haben die das in ihren Gärten selber gehabt, die Seidenraupenzucht. Und jetzt muss es auch aus China zugekauft werden. Oder Anna, nicht nur aus China, sondern auch... Das ist aus China dazu, weil in Kambodscha ist nicht genug Seide. Genau. Ach so. Deswegen die nehmen von die Nachbarland. Genau. Dazu. Ja. Okay. Weil dort ist im Moment Schwierigkeit mit dieser Beschaffung. Ja. Mhm. Sehr interessant. Wir haben jetzt versucht, diese wunderbaren, besonderen, teuren Unikate, die alle handgewebt sind, mit unserem Know-how zu färben. Und Anna hat dort halt das Know-how der Kambodschaner wieder aufleben lassen, diese wunderbare Webarbeit zu machen. Das ist alles per Hand, ne? Alles per Hand. So ein Schal braucht Anna bestimmt 2 Tage. Eineinhalb Tage. Intensiv arbeiten. Genau, schauen wir. Unglaublich. Und da ist noch nicht die Kette, die muss ja aufgebäumt werden, um diese Schals zu weben. Das sieht man auch hier, das sind die etwas dickeren Stränge. Okay. Also das sind... Also ihr habt gerettet die Traditionen von diesen alten Damen in deine Heimat Kambodscha. Und der Ziel ist jetzt mit der Know-how von Privatsachen, Kuckuck-Privatsachen, das in Deutschland. Ne? Genau, und wenn unsere Kunden, wie wir sie kennen, werden sie diese wunderschöne Arbeit schätzen, dann wollen Anna und ich natürlich weitermachen. Jetzt müssen wir beide Geduld haben und abwarten, ob die Kunden wahrscheinlich das gut finden, was wir uns hier vorstellen. Sehr und dann wahrscheinlich würden wir sehr viel Lust haben, weiterzumachen. Ist viel mit Geometrie, ne? Momentan ist sehr viel jetzt mit den Prints. Sehr viel mit Inspiration auf der 70er wieder, Conny. Ja, also das hier sind tatsächlich afrikanische Muster, ich mag gerne diese Vermischung von verschiedenen Ethnien, also weil ich das auch gerne benutze, was jetzt an Know-how überall ist. Und die afrikanische Batik habe ich jetzt mal hier auf diesen kambodschanischen Tüchern angewandt. Das sind ja alles einzeln gefärbte Stücke. Du hast wahrscheinlich viel recherchiert. Wahrscheinlich, genau, das sind bestimmte Muster aus Afrika oder die typischen Tie-Dye-Muster und in verschiedenen Farbstellungen. Aber man kann das Tuch auch Uni haben oder auch sehr starke Muster, so wie diese, die ich jetzt trage. Ja. Oder das, was Anna hat, das ist jetzt eine Färbung, die ein bisschen gemäßigt ist, mehr so im Verlauf. Also jedes Tuch ist ein Einzelstück, nicht nur von der Webart her, sondern auch von der Färbung. Sehr schön. Ja, Anna, dann hoffen wir auf ein gutes Geschäft, damit wir das weitermachen können. Also wir sehen jetzt gleich das ein paar Stücke aus der Kollektion und ich hoffe, dass diese Kooperation zwischen Deutschland und Kambodscha richtig funktioniert und mal sehen, was du noch für uns als Überraschung hast. Ne? Ja. Okay.